Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Ja, was los? Ach, ich bin so 97. voller Glücksgefühle. Hast du mir endlich eine Folge von den Rosenheim-Cops angeguckt? Nee. Es ist doch noch gar nicht Valentinstag. Wieso die Glücksgefühle? Die Weihnachtszeit fängt doch jetzt an. Was? Na, die Weihnachtszeit. Ah, ja. Wir sind doch mittendrin. Ja, die Weihnachtszeit ist cool. Normalerweise geht's, glaube ich, erst nach Black Friday los. Aber... jetzt auch schon. Das ist cool. Mal kurz daran erinnern, dass wir im November sind. November ist Weihnachtszeit. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Was denn? Der erste Advent. Dort darfst du anfangen, so weihnachtliche Dekoschmucksachen zu machen. Ich will das aber schon früher. Und ich will jetzt auch Futter... Ich mach das auch meistens so 2 Wochen früher. Tura an Strand liegen geht auch nicht. Ich hab schon ganz viele Leute gesehen, die geschmückt haben. Ja, das hab ich auch gesehen. Und denen hab ich erstmal eine Ansage gemacht. Was? Siehst du, jeden Ninjang hat eine Ansage gemacht. Das kommt cool. Dieter Klütmann. Dieter Klütmann. Der neben Bettina wohnt. Die Hachmanns. Nee, die wohnen ja neben Mühlenberger. Klütmann, Klütmann. Du kennst doch Ingo. Ingo Klemmer. Ingo Hermansen. Ach so, Ingo, ja. Das ist der Sohn von Dieter Klütmann. Ach so, Klütmann, sag das doch. So. Was haben die alle für komische Namen, Alter? Ja. Dieter hatte schon, Anfang November, hatte Dieter schon einen Weihnachtsmann auf seiner Auffahrt stehen. Ja, und? Den hab ich geklaut. Was hast du? Das ist aber sehr frech. Ich hab Dieters Weihnachtsmann, hab ich bei mir in der Garage stehen. Du kannst doch nicht einfach einen Weihnachtsmann klauen. Das bringt Unglück. Anfang ja, Junge, wer Weihnachtsdeko hat, muss aufpassen. Das wird alles geklaut. Wenn wir schon so zu schmücken, das bringt Helga Unglück. Wer sagt denn sowas? Mal ehrlich, wer sagt sowas? Jesus. Was? Jesus hat das gesagt. Was hat er gesagt? Weihnachten ist ja das Jesusfest. Da ist er geboren, ja. So. Weihnachten ist das Jesusfest. Was hat er gesagt? Cool. Warte doch. Ja? Du musst mich auch nicht immer unterbrechen, Marianne. Helga? Bitte. Matthäus 23. Nee, Luder Matthäus ist älter als 23. Ich rede von der Bibel. Lieber Mann. Ach so, ja? Matthäus 23, Absatz 97. Ja. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt, was da steht. Nur hört mal auf, hier Anfang November schon mit der Lichtergirlande. Lichtergirlande? Ah. Ja, das kann definitiv da drin stehen. Ja, so eine. Die hatten doch noch gar keinen Strom damals. Natürlich hatten die Strom. Der wurde doch erst viel später erfunden. Marianne, Strom. Das hat er schon immer gegeben. Theoretisch hat sie ja recht. Ich meine, Blitze bestehen auch aus Strom. Sonne, Wind, Strom. Das war schon immer da. Und das hat Jesus... Naja, theoretisch hat sie ja recht. Wir hatten bloß zu der Zeit noch keine Erfindung, die das in Strom umwandeln kann. Nicht gesagt. Das hat Jesus, genauso hat er das gesagt. Das wusste ich gar nicht. Ich hab doch Theologie studiert. Und haben sich seine Jünger daran gehalten? Ja, nun pass mal auf. Ja. Judas. Weißt du, wo der trotz von der Warnung von Jesus... Was ist überhaupt Theologie? Gibt es wirklich? Das hört sich seltsam an. Auf dem Weihnachtsmarkt. Nee, Mitte November ist der auf dem Weihnachtsmarkt. Aber Jesus hat auch gesagt, das bringt Unglück. Eine Woche später hat Judas geheiratet. Jesus hatte recht. Es bringt wirklich Unglück. Deswegen, Marianne. Ah, ja gut, gehen wir nach dem, wie man sieht, ja? Das hat schon Grund, warum man jetzt noch nicht schmücken soll hier. Ich hab das noch nie gehört, die Geschichte. Ja, aber warum hat sie dann bei Marianne das noch nicht geklaut, was da steht? Das ist auch nicht so bekannt. Aber Helga, du hast dir das jetzt nicht... Marianne. Also... Deswegen ist es nicht bekannt, weil sie es sich ausgedacht hat? Ich bin Theologin. Ich hab das doch alles erforscht. Okay, dann... Ich war doch in Nazareth, hab ich doch gebuddelt. Nee, dann ist alles gut. Aber Marianne, Was denn? Das Schlimmste kommt ja noch. Was oh nein, was du? Noch? Lukas Evangelium, Kapitel 3. Und Jesus sprach, es werdet eine Sängerin kommen. Okay. In Wurst und Pelle. Eine Sängerin? Jesus sprach, des Sommers lebt sie tief im Wald. Ich check überhaupt nichts mehr, weil ich dieses Buch oder die Bibel oder so überhaupt nicht kenne. Wir hatten es mal in Bayern kurz in der Schule, aber da habe ich halt... Ja, das war mir wie so ein Science-Fiction-Film und da habe ich dann nicht mehr aufgepasst. In der Höhle. Zu Winterzeiten. Es war ja zum Glück keine Pflicht. Also es gab keine Noten in Religion. Ob es heute so ist, weiß ich nicht. Aber damals bei uns gab es keine Noten in Religionsunterricht. Immer wieder zu uns, um uns zu quälen. Wen meint er? Des Namens der Sängerin. Wir niemals aussprechen dürfen, sprach Jesus. Meint er Maria Cari?
Oh nein. Was ist? Du hast sie geweckt. Was? Du hast sie aufgeweckt, Moriane. Jetzt ist sie auf dem Weg zu uns. Was? Jetzt wird's aber ihr Horror, Alter. Aber... Sie schleicht sich in die Radios. Und in unsere Spotify-Playlist. Helga! Und jetzt, wo du ihren Namen ausgesprochen hast, müsste sie jeden Moment... Schleicht sich nicht eigentlich immer Last Christmas ein? Von wem? ...hier wieder zu uns kommen. Und da... Nein, sie ist wieder da. Der Teufel persönlich. Moriane, ich muss bei meiner Hunger. Was gibt's denn? Wo ist denn Pelle? Kenn ich. Die Bibel hat es vorher gesagt. Jetzt ist sie wieder da. Und wir müssen mindestens einen Monat lang spielen, Moriane. Kriege Ohrenschmerzen von. Ja, dann gute Besserung. Ja, kann ich nachvollziehen. Was geht hier ab, Alter? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es werdet eine Sängerin kommen. Okay. In Wurst und Pelle. Outtakes, cool. In Wurst und Pelle. Jesus sprach. Jetzt aber. Noch nicht mal angefangen? Das kenne ich aber so. Hast du noch nicht mal angefangen, weißt du auch, was du sagen willst und musst schon lachen. Ganz normal. Das kenne ich auch sowas von. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.